Bevor es weitergeht, liken, teilen, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Wohl eines der Dinge, die jeder von uns aus der Sunna kennt, ist das Essen mit der rechten Hand. Essen und Trinken, das tun wir mit rechts, soweit so bekannt. Und ich kenne das am allerbesten, denn wenn ich einen Livestream habe und das Bild gespiegelt wird und ich dann einen Tee trinke, dann hagelt es immer Kommentare. Ach, mit rechts. Am Anfang habe ich das gar nicht gecheckt. Ich habe immer gedacht, hey, ich trinke doch mit rechts. Bis mir dann irgendwann ein Licht aufgegangen ist, ah, das Bild wird gespiegelt. Und tatsächlich habe ich mir extra deswegen eine Tasse anfertigen lassen mit Spiegelschriftaufdruck. Das ist rechts, Achi. Damit jeder es sieht. Na gut, das ist vielleicht auch eher was zum Schmunzeln. Allerdings wird diese Sache manchmal ernsthaft als Einwand geäußert. Von nicht-muslimischer Seite. Und zwar in der Form von, warum kümmert sich Gott darum, mit welcher Hand ich esse? Oder leicht anders gefragt, warum sollte Gott sich darum kümmern, mit welcher Hand ich esse? Sollte soll bedeuten, falls es ihn überhaupt gibt. Oder aber, falls das tatsächlich eine Religion Gottes ist. Willst du mir ernsthaft sagen, das kommt von Gott? Eine Regel darüber, ob ich mit rechts oder links esse, das soll von Gott kommen? Das Problem fängt damit an, dass die Menschen aus Gott auch einen Menschen machen. Und deswegen gehen sie dann davon aus, dass was für sie wichtig ist, das ist für ihn auch wichtig. Und das, was für sie unwichtig ist, das ist für ihn auch unwichtig. Für mich als Mensch ist doch völlig egal, ob ich mit rechts oder links esse. Also muss das für Gott auch egal sein. Er ist ja auch ein Mensch. Nein, das sagt man nicht, aber man behandelt ihn so. Wenn man so eine Frage ernsthaft stellt, dann könnte man genauso gut fragen, glaubst du wirklich, dass Gott sich um Völkermord kümmert? Dass ihn das interessiert, ob sich hier 8 Milliarden Menschen die Köpfe einschlagen? Warum sollte ihn das interessieren? Alle Menschen zusammengenommen sind nicht mehr als ein Staubkorn auf diesem Planeten. Und dieser Planet Erde ist ein Staubkorn im Sonnensystem. Und das Sonnensystem ist ein Staubkorn in der Milchstraße. Und diese Milchstraße ist ein Staubkorn im ganzen Universum. Und jemand, der das alles hervorgebracht hat, der soll sich darum kümmern, was wir hier auf diesem Staubkorn namens Erde treiben. Ob wir uns hier gegenseitig die Köpfe einschlagen oder nicht. Warum sollte ihn das kümmern? Aber interessanterweise wird diese Frage erheblich seltener gestellt. Warum? Weil das für die einzelnen Menschen wichtig ist. Das ist für sie eine große, dramatische Sache. Verständlicherweise. Und ich will auch damit gar nicht zum Ausdruck bringen, dass mit rechts oder links Essen den Status eines Völkermordes hat. Keineswegs. Aber wenn ich tatsächlich so denke, was ist für Gott wichtig, rechts oder links essen? Ich kann genauso gut bei allen anderen Sachen die gleiche Frage stellen. Aber die Menschen machen aus Gott erst einmal einen Menschen. Und dann gibt es in den Kategorien wichtig oder nicht wichtig das, was für sie selber wichtig oder nicht wichtig ist. Gott ist aber kein Mensch. Gott ist vollkommen. Und ja, deswegen kümmert es ihn, was auf diesem Staubkorn namens Erde passiert. Es kümmern ihn auch die Menschen. Und auch deswegen gibt es einen Tag, an dem jedes Unrecht ausgeglichen wird. Auch vom Gewicht eines Staubkorns. Und ja, deswegen kümmert er sich auch um Dinge, die aus unserer Sicht vielleicht banal erscheinen. Weil Gott eben kein Mensch ist. Weil Gott vollkommen ist. Ich könnte die Frage auch umgekehrt stellen. Würde es zu einem vollkommenen Gott passen, wenn er sich um die groben Angelegenheiten kümmert und bei den Details sagt, ach, passt schon. Wäre das ein vollkommener Gott? Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.